Willkommen zu Pur Plus. Wie immer plus Erik. Wir quatschen nicht lange, sondern wir beschleunigen direkt auf 200 km/h. So schnell fahren die Rennwagen der Formel 4. Das ist eine neue Rennserie für Nachwuchsfahrer. Und Nachwuchs heißt in diesem Fall, da darf man schon ab 15 Jahren mitfahren. Also sogar ohne normalen Führerschein. Ja, mein Name ist Mike Ortmann, ich bin 15 Jahre alt, bin seit diesem Jahr in der Formel 4 und möchte mal so werden wie mein Idol Sebastian Vettel. Mit dem Fahrrad geht's für Mike von der Schule nach Hause. Entspannen ist für ihn aber nur kurz drin, denn für sein großes Ziel, Formel 1-Fahrer zu werden, investiert Mike viel Zeit. Und das schon seit Jahren. Angefangen hat alles auf der Kartbahn. Als ich 10 war, war ich bei einem Kindergeburtstag, da waren wir auf der Kartbahn, da waren wir Kartfahren. Und das hat halt mir sehr viel Spaß gemacht und dann haben wir uns später ein Rennkart gekauft. Mit dem sind wir dann auf Rennstrecken gegangen, haben dann da viel Erfahrung gesammelt. Kartfahren war der Einstieg in den Rennsport für Mike. Seitdem ist das Ganze mehr als nur ein Hobby für ihn. Vor ein paar Monaten saß Mike dann zum ersten Mal in einem Formel-4-Wagen und konnte zeigen, was er drauf hat. Wir waren am Lausitzring eingeladen zu einem ADAC Formel Masters vom Team Mücke Motorsport, von Peter Mücke. Und um uns halt mal so ein Renngeschehen anzusehen, wie wirklich so ein Rennwochenende abläuft. Und dann hatten wir halt einen Simulator-Test bei ihm und dann sind wir auf eine Rennstrecke gegangen und hatten da halt einen sogenannten Rookie-Test, wo halt wirklich getestet wird, ob du dafür geeignet bist oder ob man es lieber nicht machen sollte. Rookie heißt Neuling und der Test zeigte, dass Mike das Zeug zum Formelpiloten hat. Neben dem Talent ist vor allem Disziplin wichtig für Rennfahrer. Dazu gehört für Mike viel Sport zu machen. Er muss topfit sein für die starken körperlichen Belastungen während des Rennens. Ja, also die körperliche Fitness ist sehr entscheidend, da große Kräfte auf uns wirken und deswegen ist die Vorbereitung sehr wichtig. Und ich mache ungefähr quasi täglich, kann man schon sagen, Sport und deswegen denke ich mir, dass ich wirklich für die Rennen sehr gut vorbereitet bin. Also neben Schule viel Sport, gesunde Ernährung und am Wochenende häufig Fahrtraining. Mikes Tag ist ziemlich durchgetaktet. Deshalb ist es ihm wichtig, auch Zeit für seine Freunde zu haben. Ich denke mal, dass viele von meinen Freunden voll dahinter stehen, dass sie mich auch auf jeden Fall unterstützen werden. Es gibt natürlich immer viel Neid von anderen, aber ich glaube, Neid muss man sich auch erarbeiten. Und ja, also ich bin da jetzt nicht so einer, der sich davon beeinflussen lässt. Oder beim Zocken an der Spielekonsole versucht Mike sich noch ein wenig zu entspannen, denn vor ihm liegt sein erstes Formel-4-Rennen. Ich bin noch kein Autorennen gefahren und deswegen wird es eine große Herausforderung, weil ich kenne die Rennen halt aus dem Kart, da habe ich viel Erfahrung gesammelt. Und also es ist im Grundprinzip ist ein Rennfahren dasselbe, man hat eine bestimmte Rundenanzahl oder jetzt im Formelsport wie gesagt Minuten. Und deswegen bin ich auf jeden Fall darauf gespannt, wie das halt ist, so mit größeren Autos halt drin zu fahren. Jedes Rennen hat natürlich auch Risiken. Mike geht im Kopf schon mal durch, was alles passieren könnte. Ja, natürlich wäre ein Ausfall oder ein Unfall wäre auf jeden Fall nicht so, was man sich unbedingt wünscht. Zumindest im ersten Rennen wird auf jeden Fall bestimmt ein Unfall passieren. Ob das bei mir ist, weiß ich nicht, aber ich hoffe es mal nicht. 3 Tage später ist es soweit. Mike ist einer der Nachwuchsfahrer, die bei der neuen Formel 4 starten. An insgesamt 8 Rennwochenenden kann er Punkte sammeln und zeigen, wie gut er ist. Jetzt bereiten sich Mike und sein Teamkollege fürs sogenannte Qualifying vor. Jetzt kommt es drauf an, ne? Lange Vorbereitung und jetzt müssen wir abliefern. Jeder Handgriff muss sitzen. Beim Anziehen der feuerfesten Kleidung genauso wie beim Einsetzen des Lenkrades. Jede Unachtsamkeit könnte das ausbedeuten. Beim Zeittraining, Englisch Qualifying, geht es mit einem fliegenden Start in den Kampf um die Bestzeit. Je besser die Rundenzeit, desto weiter vorn darf im Rennen gestartet werden. Also es gibt halt 35 Autos, das maximal auf der Rennstrecke gefahren. Die sind insgesamt 38, also müssen die letzten 3 nach Hause und zu denen zähle ich nicht, also immerhin. Mike ist also dabei. Alle Fahrer haben einen Ingenieur, der jede einzelne Fahrt mit ihnen analysiert. Wir sehen einen Unterschied in der Bremsleistung, sprich Tommy bremst später und bremst härter, richtigerweise. Der Mike muss eben an einem Bremspunkt noch arbeiten. Wir müssen die
Performance da besser aus. Viele kleine Messinstrumente in den Autos zeigen sekundengenau, ob die Fahrer optimal gefahren sind. Zeit gut machen können mit höherer Eingangsgeschwindigkeit. Wenn wir keine Datenauswertung hätten, wüssten wir auf jeden Fall nicht, wo unsere Fehler liegen. Wir wüssten nicht, was wir verbessern könnten. Und deswegen ist es wirklich ein großer Teil auch von der Verbesserung, die wir haben. Und deswegen finden wir es auch sehr wichtig. Am nächsten Tag geht es endlich los mit den Rennen. Letzte Gelegenheit für Mike, noch etwas zu essen. An den Fahrzeugen wird noch einmal jedes winzige Detail überprüft. Für jeden Fahrer hat sich durch das Qualifying eine feste Startposition ergeben. Und mit dem Start heißt es Gas geben. Schon in den ersten Minuten gibt es die ersten Zusammenstöße. Kein leichter Moment für Mikes Mutter. Aber Mike ist mit seinem orangenen Rennwagen immer noch dabei. Und auch die beiden Crash-Piloten haben sich nicht verletzt. Das Rennen ist zu Ende. Für einen Platz auf dem Siegerpodest hat es für Mike leider nicht gereicht. Er ist trotzdem mit seinem ersten Formel-4-Rennen zufrieden. Ja, also ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich keinen Unfall hatte. Es war an einigen Stellen schon sehr eng, aber ich bin durch Rennen gut durchgekommen. Die Punkte gehen an erfahrenere Fahrer. Mike nimmt's gelassen. Also ich hätte natürlich schon gern einen Punkt, aber ich bin trotzdem mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Also es war auf jeden Fall wichtig, dass wir schon mal angekommen sind und deswegen ist es sehr zufriedenstellend. Das war jetzt das allererste Formel-4-Rennen, bei dem Mike mitgefahren ist. Bei den nächsten wird er auf jeden Fall noch mehr Erfahrungen sammeln, vielleicht ja auch für eine Karriere später in der Formel 1. Die Formel 1 gilt ja als die Königsklasse des Automobilsports. Warum, ist klar. Technisch hochgerüstete Rennwagen, 750 PS starke Powermotoren und Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 360 km/h. Zumindest für Formel-1-Piloten. Wie schnell kann ein Anfänger mit so einem Powerwagen fahren? Ich weiß es nicht. Deswegen probiere ich es aus. Und zwar auf einer Rennstrecke in Frankreich. Los geht's aber zunächst mit einem etwas langsameren Flitzer, einem Formel-3-Wagen. Mein Fahrlehrer heute, Motorsport-Profi Sven Heidfeld. Da sitzt gleich drin. Das ist ein echter Formel-3-Rennwagen. Da sind schon ganz große mitgefahren, unter anderem Michael Schumacher. Boah, super. Und wie schnell fährt der? Topspeed 250. Ja. 250, das sagst du einfach mal so nebenbei. 250 Kilometer in der Stunde. Schafft er locker, ja. Aber es gibt ja so Sportwagen auf der Straße, auf der Autobahn, die können fast auch so schnell fahren, oder? Teilweise fahren die genauso schnell, aber die beschleunigen nicht so schnell. Der Wagen hier von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Das ist das Besondere an diesem Rennwagen, dass er sozusagen ganz, ganz schnell schnell ist. Jetzt aber rein in den Flitzer. Wobei das gar nicht so leicht ist. Ganz schön eng, die Kiste. Ich muss mich regelrecht reinrutschen lassen. Erst dann kommt das Lenkrad wieder drauf. Ich sitze fast auf der Straße und auch die Bedienung ist anders als beim normalen Auto. Die Gänge werden mit Kippschaltern am Lenkrad hoch und runter geschaltet. Aber ich sehe, Moment, noch mal gucken, ich sehe keinen Tacho, keine Geschwindigkeitsanzeige. Nee, das ist eigentlich typisch für einen Rennwagen. Du brauchst das nicht wirklich wissen. Wichtiger ist die Drehzahl, dass du weißt, wann du schaltest. Ich will wissen, wie schnell ich fahre und das sehe ich nicht. Aber das sagst du mir hinterher dann. Das sage ich dir. Und mir wäre auch ganz lieb, also gleich, wenn du fährst, ein bisschen mehr nach vorne gucken als hier auf die ganze Technik. Ja, nicht so fahren. Also schön vorne rausgucken. Mhm. Okay. Es geht auf die Rennstrecke. Allerdings erstmal in einem etwas weniger spektakulären Auto. Sven fährt mit mir einmal die komplette Strecke ab, damit ich gleich weiß, wo die Kurven kommen, wo ich bremsen sollte, wo am besten geschaltet wird und natürlich, wo ich richtig Gas geben kann. Jetzt in diesem Moment bremsen, hart bremsen wieder. Fünfter Gang wird das jetzt alles hier gefahren, dieser
schneller Abschnitt der Strecke, aber da tastest du dich immer mehr ran. Also da wirst du selber wissen und spüren, wie schnell man hier fahren kann. Dann direkt wieder links rüber. Also man merkt, man hat immer was zu tun. Man muss immer hin und her. Das war schon eine Runde hier in Deluxe, 2,2 Kilometer. Du fährst gleich bestimmt ein bisschen schneller dann noch. Ich glaube auch, ja. Da steht er, das ist meiner, die Nummer 6. Ganz genau, da steigst du jetzt ein. Boah, jetzt geht mir schon die Pumpe, ey. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Einsteigen, gut anschnallen, feuerfeste Sturmhaube und Helm natürlich. Derek ist ready. Juhu! So, ich bin das erste Mal auf der Rennstrecke. Der Hammer. Der absolute Hammer. Und jetzt gebe ich mein Gas. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ich glaube, ich bin gleich ab. Und hier voll in die Bremse gehen. Das ist unfassbar anstrengend. Meine Arme tun schon weh. Aber jetzt kann ich wieder Gas geben. In welchem Gang bin ich? Im fünften. Alles klar. Ich gebe voll Gas. Und jetzt voll Bremsung. Langsam in die Kurve rein. Atmen, atmen, ich vergesse das Atmen, ich merke die ganze Zeit. Ich glaube, ich komme langsam in den Geschwindigkeitsrausch. Ach du Scheiße, ist das schnell. So schnell war ich noch nie in meinem Leben. Im fünften Gang, voll Power. Das Blut geht aus meinem Kopf raus. Bremsen. Voll in die Bremse rein. Rund 220 km/h hatte ich gerade drauf. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Sag mal, gibt es sowas wie einen Geschwindigkeitsrausch? Weil ich glaube, das habe ich gerade. Schön. Achtung, genau. Wo bin ich? Ich fühle mich wie auf einem anderen Stern. Du bist wieder ist ja in der Box. Das ist ja unfassbar. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so schnell. Premiere. Sehr gut. Oh, und es ist eine unfassbare Power, die auf einen wirkt in dem Moment. 180 PS waren das jetzt, die du am Nacken gespürt hast. Und ich hoffe, du hast vorher ein bisschen den Nacken trainiert, dass du die G-Kräfte danach aushältst. Das sind die G-Kräfte, die dann wirken. Das sind die G-Kräfte, ja. Ganz genau. Und in dem Moment ist dann alles viel, viel schwerer als vorher. Schon bei der Anfahrt im Formel-1-Wagen sind die G-Kräfte doppelt so groß wie bei einem Flugzeug, das auf der Startbahn beschleunigt. G, damit bezeichnet man die Belastung auf den Körper durch die Beschleunigung, etwa wenn er heftig in den Sitz gepresst wird. Noch viel stärker wird der Körper aber beim Bremsen belastet. Mit bis zu 5G. Der Körper ist dann 5-mal schwerer als normal. Jetzt bin ich bereit für die Königsklasse. Da ist er, der Formel-1-Wagen. Sven, wie schnell werde ich mit diesem Teil fahren können? Also theoretisch kannst du bis 360 Stundenkilometer hier gleich über die Strecke Gas geben. Mir schlottern die Beine. Ich hoffe, ich mache mir nicht in die Hose. Ich bin krass aufgeregt. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Kein Wunder, bei 650 PS, die ich jetzt unter der Haube habe. Langsam in die Kurve. Jetzt erst Gas geben. Gott, ich traue mich überhaupt nicht aufs Gaspedal zu treten, aber jetzt mache ich es einfach mal. Das gibt's ja nicht. Ich
kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Was gibt's denn? Das gibt's nicht. Heftig? Das ist unfassbar. Ich glaube, ich habe Benzin im Blut jetzt. Ich habe nur noch Benzin in meinen Adern. Und? Wenn ich da, ich habe da auf der Strecke am Ende, habe ich voll Power durchgetreten. Das ist ja unfassbar, diese Geschwindigkeit. Du merkst, wie der Kopf riecht nach hinten. Der Kopf geht nach hinten, ja. Und du hast das Gefühl, also wirklich, so schnell war ich in meinem ganzen Leben noch niemals. Was meinst du, wie schnell war ich jetzt? 260. 260 Kilometer pro Stunde? Ja, hast du drauf. Aber Formel-1-Profis sind ja noch schneller. Da gibt's einen, den hier. Nico Rosberg, der Formel-1-Top-Pilot, fährt häufig weit mehr als 300 Stundenkilometer auf der Strecke. Nico hat Racing im Blut. Das schnelle Fahren wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Denn sein finnischer Vater Keke Rosberg ist Formel-1-Weltmeister. 1982 gewann Keke den Titel. Ein Riesenansporn für den damals sechsjährigen Nico. Ja, weil dann kann ich Go-Kart fahren lernen, weil er ein Weltmeister ist. Dann kann er mir Go-Kart fahren beibringen und dann später werde ich Formel 1 fahren und versuchen, Weltmeister zu werden. Kartfahren, Nikos Einstieg in den Rennsport. Das erste Mal saß er mit 6 Jahren hinterm Steuer, bis es dann 2003 richtig losging. Nico tauschte das Kart gegen den Rennwagen und fuhr für das Team seines Vaters in der Formel 3 Euroserie mit. Im gleichen Jahr gewann er in Le Mans in Frankreich sein erstes großes Rennen. Oh. 2006 war er bereit für die Königsklasse des Rennsports, die Formel 1. Heute kennt man Nico Rosberg vor allem als Fahrer des sogenannten Silberpfeils. Um mit dem Mercedes möglichst schnelle Runden zu fahren, muss Nico auch ganz schön viele Knöpfe kennen. Es ist unglaublich heutzutage, wie viele Knöpfe da wirklich sind in diesem Formel-1-Auto. Wenn man die richtig benutzt und mit dem Gedanken immer dabei ist, also wenn man die Kurve fährt, was macht das Auto, kannst du während dem Fahren die ganze Balance des Autos beeinflussen. Doch nicht nur die Technik ist enorm wichtig fürs schnelle Fahren. Ein guter Rennfahrer muss auch fit sein und dafür trainiert Nico hart. Jeden Tag. Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren stehen genauso auf dem Programm wie ein spezielles Krafttraining für den Nacken. Der wird nämlich bei den hohen Geschwindigkeiten besonders beansprucht. Außerdem trainiert Nico intensiv seine Reaktionsfähigkeit. Wie hier zum Beispiel mit Tennisbällen. Beim anschließenden Memory-Spielen schult er sein Gedächtnis. Das hilft ihm dabei, sich auf der Rennstrecke genau daran zu erinnern, wie sich sein Auto in bestimmten Kurven verhält. Seit 2010 fährt Nico für den Rennstall von Mercedes. Am Anfang musste er sich ins neue Team erst einfinden. Der ganz große Erfolg blieb zunächst aus. Aber Nico gab nicht auf und wurde immer besser. 2012 belohnte er sich und sein Team mit dem Sieg beim Großen Preis von China. So, erster Sieg ist geschafft. Also absoluter Wahnsinn. Unglaubliches Gefühl. Das ganze Wochenende, ja. Also es war nicht wirklich zu erwarten, dass wir echt so stark sein werden. Inzwischen kommt sein schärfster Konkurrent aus dem eigenen Rennstall, Teamkollege Lewis Hamilton. 2014 lieferten sich die beiden Piloten spannende Rennen. Mal lag Nico auf Weltmeisterkurs, mal Lewis. Erst im letzten Rennen kam die Entscheidung. Lewis wurde Weltmeister und Nico Zweiter, sein bislang bestes Ergebnis. Und auch in der aktuellen Saison schenken sich die beiden nichts. Nico will endlich, wie sein Vater vor über 30 Jahren, Formel 1 Weltmeister werden. Ich will jetzt auch die Höchstgeschwindigkeit hier auf der Strecke mal erleben. Eben habe ich den Topspeed ja nicht selbst erreicht. Deswegen fahre ich jetzt mit André. Das ist ein Renntaxi, ihr seht. Zwei Leute passen rein und er gibt jetzt richtig Gummi. Okay.
Mit knapp 300 Sachen kachelt das Renntaxi über die Strecke. Das hätte ich selber nie geschafft. Bei dem Tempo kann ich gar nichts mehr machen, nur noch gucken. André könnte zwar noch bis 360 gehen, aber der Renntaxifahrer scheint zu merken, dass das für mich vielleicht doch ein bisschen zu schnell wäre. Wenn ihr jetzt auch im Geschwindigkeitsrausch seid und noch mehr über die Formel 1 erfahren wollt, www.zdftv.de. Da haben wir die wichtigsten Fakten für euch zusammengestellt. Wer fährt gerade auf Weltmeisterkurs und was bedeuten eigentlich die verschiedenen Flaggen auf der Rennstrecke? Klickt euch rein und checkt dabei unseren Hirntrainer mit neuen kniffligen Fragen zur Sendung. Und denkt dran, Publus macht schlau. Bis dann. Ciao, ciao. Ich, Gilbert, der Profi-Racer, werde heute einen Streckenrekord aufstellen und in weniger als 5 Sekunden die Schallmauer durchbrechen. Du und Streckenrekord? Träge Bären wie du schleichen doch normalerweise in ihrer eigenen Gewichtsklasse rum. Mit Traktoren oder Sattelschleppern. Ich drücke so krass auf die Tube, davon kann sich der Amateur, der jetzt kommt, noch eine Scheibe abschneiden. Joe, was ist los? Sprit alle? Probleme mit der Bremse? Nee, keine Panik. Aber kannst du mir noch mal einen Weg zeigen? Ich werde mit meinem Flitzer so viel schneller sein als Hamilton, Rosberg und Vettel zusammen. Warum? Weil ich meinen extra Turbo-Boost am Start haben werde. Den Boost kannst du gut gebrauchen. Willst du deine träge Masse bewegen, brauchst du sehr viel Energie. Nennt sich Physik. Von wegen träge Masse. Schau dir lieber mal das hier an. Nennt sich Darth. Darth Vader. Privat. Bahnfrei für Darth Vader. Gleich schnappe ich mir den Siegerpokal. Alle habe ich abgehängt. Da vorne ist das Ziel, juhu. Pokal, ich komme. Verdammt. Wer bist du denn? It's me, Mario. Hey, Dad. Ja, ja, ja. It's me, Mario. So, ich bin bereit für einen neuen Streckenrekord. Schnell noch den extra Turbo-Boost installieren. Also, wenn du mit deinem Turbo-Dingsbums was durchbrichst, dann aber keine Schallmauer. 3, 2, 1 und los! Au, ha, u, ha. Sondern die Wand. Mist.